fuck, man! Schön mit dem Scharfschützengewehr dem Huhn ins Gesicht. Hey, Kinders! Was geht denn bei euch ab? Ja, Kinder! Willkommen zu Minecraft Trident FTB Fick die Packe! Feed the Beast natürlich, ja, ist ganz klar. Ich kenne mich nämlich aus, ich habe mich eingelesen. Nicht wirklich, aber egal. Schau mal hier. Aha, IP ist in der Beschreibung verlinkt. Die Dummbabler Community Trident. Ist sogar jemand drauf, what the fuck? Eigentlich darf um die Uhrzeit niemand drauf sein. Ich wollte euch den Server einfach nochmal zeigen. Ja, ich habe von ihm gesprochen. Ich habe gesagt, ihr bekommt was zurück als Community und ihr bekommt auch was zurück. Wow, was passiert denn hier? Ich habe euch ja erzählt, es geht hier richtig ab. Ja, guck mal hier. Pferd, komm schon. Du bist ein gutes Ziel. Oh, Headshot! No triple motherfucker! Oh, Baby! Achtel! Ich will gerade mit F mir die Sniper angucken, wie bei Counter-Strike. Unter anderem haben wir hier ein ganz neues Update überhaupt geladen. Viele kennen das nicht. Es gibt hier bei uns auf dem Server auch Bäume. Also, die kann man abhacken. Ach, jetzt hier wird noch erklärt, wie man was benutzt. Ja, die Blöcke, was ist. Es gibt ja sehr spezielle Dinge. So schwer ist es nun auch wieder nicht, ja? Noch mehr und noch mehr. Und hier, Materials and You, Volume 1. Und hier wird auch einfach nochmal schön erklärt, wie man eben diese ganze Geschichte startet. Und was es mit diesen neuen Sachen auf sich hat. Blank, Pattern, Stencil Table, ja, sowas kennt man ja alles gar nicht. Partcrafter, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen, ja. Ich kenne den hier, den kenne ich, dieses Ding. Aber sonst, guck mal, hier ist es ein Tisch. Es gibt so viel zu entdecken. Oh mein Gott, I got it da. Alter, die Spinne hat ein Kreuz auf dem Rücken. Was willst du von mir oder was? Komm her. Slit, komm her. Huh? What do you want from me, bitch? Come on. Ja! Yeah. I fucking killed her, because I'm so good. Guck mal, hier noch so eine, hier sowas mit Zeug drin und hier wird dann das Metall reingegossen. Ich bin völlig überwältigt, keine Ahnung, was das hier ist. Okay, es tut auf jeden Fall weh. Das Geile ist, ihr kommt auf den Server, rennt weg, sucht euch irgendwo eine Basis, baut euch irgendwo eine Basis, irgendwo einen Unterschlupf, was weiß ich wo. Und dann könnt ihr Verteidigungsanlagen bauen, so Zäune, die einem wehtun, um euer ganzen Scheiß zum Rumziehen. Ihr könnt Turrets bauen, also Selbstschussanlagen, die von alleine schießen. Ihr könnt alles Mögliche machen, ihr könnt euch einen Helikopter bauen und hier über die ganze Stadt rüberfliegen. Ihr könnt so viel machen, also es ist wirklich unglaublich und das ist echt krass, dass man hier verletzt wird. Ich finde es wirklich fantastisch, ja. Ich kann dazu gar nicht mehr viel sagen, außer holla die adieu. Ich habe Klöten im Gesicht. Es gibt ganz viele neue Ohren. Iron kennen wir schon, ne? Guck mal hier, Kupfer. Kennt man so noch nicht, ne? Also ich nicht. Ich habe das letzte Mal Minecraft gespielt vor 2 oder 3 Jahren und ernsthaft gespielt vor 3 oder 4 Jahren. Also läuft bei mir, ne? Als diese Tripwire hinzukamen und die Blumentöpfe, bei dem Update habe ich dann aufgehört. Da haben Wallen und ich dann noch hart gezockt. Bis dahin und dann haben wir aber aufgehört, weil das war einfach zu viel Blumentöpfe. Willst du mich verarschen oder was? Was kommt nachher noch alles, hä? Solarpanels oder was? Ich habe gehört, die kamen dann auch. Also ja. Und jetzt gibt's halt, guck mal, eine blaue Truhe, ne? Hier und dies und das. Ich mache euch alle nass. Es gibt so viel Zeug zu entdecken. Kommt her und lasst euch. Also nur die Frauen. Die Männer. Kommt natürlich auch ran, ne? Ist klar. Ich würde gerne draußen rumlaufen und mit einem Atombombenwerfer auf irgendwas schießen, aber es ist Nacht. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo sind die Waffen hier? Hallo? Ich bin Admin, aber ich werde es natürlich nicht ausnutzen, außer jetzt für das Video. Ammo Crates. Richtig geil. Es gibt so viel zu entdecken. Das ist einfach nur wow. Das waren gerade eben Pfeile. Armbrüste gibt es, Leute. Da kann ich jetzt mal zu den Waffen kommen, bitte. Aha. Guck mal hier. Es gibt. Achtung, Achtung, Achtung. Was ist das? Eine Rocket. Aha. Wo ist der Rocket Launcher dazu? Wo ist der Rocket. Anti-Air-Artillerie. Artillerie gegen Luftfahrzeuge. Alter, wie krass ist das denn, Mann? Kann ich ganze Autos spawnen? Nee, oder? Verarsch mich jetzt nicht, oder was? Mach mich jetzt nicht schwach. Also, ihr könnt so viel, ihr könnt Flash-Granaten. Und vielleicht zeige ich euch noch mal in meinem Video einige Dinge. Aber ich bin eh nicht der Mensch, der das irgendwie sich spawnt. Ich will das halt richtig erarbeiten. Ich will richtig dabei sein. Weißt du Bescheid? Ich will es richtig bauen mit der Hand, so ein Flugzeug. Ah, der nur selbst gebaut ist, halb geflogen. Was machst du da, du Mongo, oder was? Ich glaube, es ist dein Freund. Komm herein, Freund. What the fuck, bro? Er ist einfach drin mit einer Hacke, mit einer Angel. Give me that angle. Give me that fishing rod. Or I'm gonna hit you with my rod. Ich sag's mal so, ja, Tür auf, Tür zu. Du bist eine Kuh. Kommt auf den Server. Ich werde auch immer mal wieder da sein, um hier an meiner eigenen Butze weiterzubauen. Ich werde natürlich was Eigenes entwickeln. Ist klar. Ah, ich werde ein riesiges... was ganz Großes werde ich machen. Ein Haus. Oder zwei. Mit Flugzeuglandeplatz. Und Atombombenwerfer mache ich mir auch noch. Und dann schieße ich auf euch. Ja, also macht mit, ja? Hier können wir auch mal am Community-Abend zocken. Einfach mal so richtig schön Tarnhelikopter gegen Tarnhelikopter. Weißt du, sie finden sich nicht. Fuck, wo ist der Schwitzgegner? Also, wie es eben auch in der Welt so passiert. Ich genieße es noch heute, die verreckenden Zombies. Macht's, aber kann raus. Wartet kurz. What the fuck was that? Tja, jetzt bin ich eh am Arsch und ich bin am Spawn. Dann kann ich euch noch kurz den Spawn zeigen. Ich habe eh keinen Plan, wie das hier alles funktioniert. Hallo!
Oh, voll der freundliche Mensch. Oh, schau doch mal, wie er lacht. Ha, my name is Ha. 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 Guck mal, der Weg. Guck mal, siehst du das? Das ist nicht mehr so wie hier früher so. Jetzt kannst du so richtig so. Oh. Und dann kannst du ja auch an diese Startkisten gehen, wenn er die nicht schon leer geräumt hat, der alte Bock. Ja, natürlich ist die Startkiste fast leer geräumt. Ich möchte natürlich, es ist ganz klar, grüne Klamotten haben, weil ich so groovy bin. Ey, wie gut ich aussehe jetzt. Oh. Mr. Schmicky ist auch am Start, ja? Link ist in der Description. Ne? Ich weiß nicht, wie sein YouTube-Kanal heißt, aber vielleicht hat er ja gar keinen. Man weiß es nicht. Aber eigentlich hat jeder Mensch einen YouTube-Kanal. Also von daher, Penissalat. Ich muss mir da oben dann mal irgendwas reinmachen. Ah, da mache ich die Facecam rein. Bin ich ein Arschloch, Mann? Da oben rechts schon die Facecam ist. Da ist eigentlich der Kompass. Ihr würdet sofort sehen, wo ich bin. Aber ich sag's euch nicht, weil ich ein Arschloch bin. Übrigens, in diesen Güldesee sollte man nicht reinspringen. Wisst ihr warum? Deswegen. Und wie ich guck. Please help me, my friend. Please help me. Vielleicht könnt ihr mir jetzt doch nochmal sagen, wenn ich dann hier so ein bisschen spiele, wisst ihr, ich meine, ich will ja dann mit euch auch ein bisschen hier Spaß haben, ja? Und nicht nur am Community-Abend, sondern auch eben, wenn ich dann hier so alleine rumpimmel und eure Basen alle einreiße auf brutalste Art und Weise. Die Map und sowas sollte ich ja dann nicht zeigen, oder? Wie seht ihr das? Also ich sollte generell die Map dann nicht nutzen hier, weil nicht, dass ein anderer Spieler das in meinem Video sieht und die denjenigen dann auch raidet oder was weiß ich was macht, oder? Das wäre ja kacke. Jetzt seid mal ehrlich mit euch selbst. Seid ihr schon ehrlich geworden gerade? Ich weiß schon, wo ich meine Basis bauen werde. Und zwar genau. Also, das sind Zombies unter mir. Ikito oder was? Bin die unsichtbare Spinne? Mir ist egal. Ja. Ja, schlag mich doch, Mann. Du unsichtbares Stück Code. Du bist ein Ghost Spider. Willst du mich verarschen, Mann? Verlierst du jetzt auch Ghost Faden? Nee, natürlich nicht, ne? Klar, die verlierst du wieder nicht. Und du, Mongolus da oben, was willst du von mir? Bist du der Freund oder der Feind, ha? Feind. Akane. Swag. Swag da. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Bitte stirb nicht. Ja klar, jetzt fängt es an zu regnen, Mann. Ich bin umringt von der ganzen Kacke hier und es fängt an zu regnen. Das ist jetzt wohl super geil, ne? Habe ich noch Geld für eine Tür? Ah, ah, ah. Ja, meine Damen und Herren, ich nehme auch die Dinge mit rein, dann seht ihr alle, wo ich bin. Halt auf so zu gucken. Und wisst ihr was? Ich will mal nicht so sein. What the fuck, Mann? Okay, ich bin so, Mann. Die Tür bleibt zu. Fast verreckt. Duschloch. Okay, ja, also soweit so gut. Ich mache mir noch eine Fackel, komm. So, das wird meine Powerbutz hier. Mit Raketenwerfer, mit Maschinengewehr, mit Cyborgs, mit Nutten und so weiter und so fort. Also ja, vielen Dank fürs Zusehen. Joint auf den Server aber sofort und baut euch mal euer eigenes Haus. Vielleicht zeige ich auch einfach mal alle. Vielleicht, wenn ihr mich einladet, komme ich zu euch, ohne was kaputt zu machen. Ich verspreche es euch. Ja, ich meine, ich verspreche es euch. Und zeigt einfach mal die anderen eure coole Ultrabutze. Ohne Map natürlich, dass keiner weiß, wo es ist. Daumen nach oben geben, denn die Lebenswahrscheinlichkeit steigt auf jeden Fall dann stark an. Weil das halt so ist. Alle hopp, ciao!